So, Aufnahme läuft. Tino hat auch gleich ein Level gepostet. Wie geht es dir denn, Tino? Irgendwie erkennt er meinen Controller hier gerade gar nicht. Okay, doch. Ich hoffe, Tino, du hast nicht so ein hartes Level gepostet, weil am Anfang brauche ich meistens erstmal so ein Easy-Peasy-Level, um mal so ein bisschen ganz entspannt reinzukommen. Gucken mal, was du für eine ID geschickt hast, was das für ein Level ist. C5S oder CS5? C5S. Wenn es nämlich so ein Hardcore-Level ist, würde ich sagen, ich spiele erstmal eins zum Einspielen. So ein ganz normales Random-Level mit 10-20% oder so. Solange du keine Epilepsie hast, wirst du dann Spaß daran haben. Okay. Ich habe Feierabend, das ist so ähnlich wie Epilepsie. Ein System-Update wird benötigt. Was? Was? Ein System-Update wird benötigt? Das ist ein riesiger Skandal. Wieso wird ein System-Update benötigt? Und vor allen Dingen, wo kann ich dieses ominöse System-Update eigentlich machen? Macht er die nicht automatisch? Ich dachte immer, der macht die automatisch, das System-Update. Oh Gott, ich habe so lange kein System-Update mehr gemacht. Wo zur Hölle geht das? Wahrscheinlich über Systemeinstellungen. Das würde zumindest Sinn machen. Bildschirmsperre, Internet. Schnelle Archivierung, Nutzer. Ich muss gestehen. Ach da. Ja, müssen wir gerade mal das System-Update machen. Ich hoffe, das dauert nicht mega lange, das wäre sonst ein epischer Fail. Ja, schauen wir doch mal. Wenn das jetzt irgendwie 30 Minuten oder so dauert, dann kann ich den Stream im Prinzip abbrechen, weil so viel Zeit habe ich tatsächlich gar nicht. 5 Minuten, 4 Minuten, 3 Minuten. Gut, 3 Minuten. Tino, erzähl mir was aus deinem reichhaltigen Leben. Wie geht es dir so? Was bewegt dich? Können wir in 2 Minuten gleich loslegen. Tino denkt sich jetzt wahrscheinlich auch, was ist das denn für ein Idiot? Tja. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass es ein Update gibt, aber dass es das jetzt schon sofort gibt, war mir ehrlich gesagt auch neu. Sehr merkwürdig tatsächlich. Ja gut, warten wir halt ab, ne, kann ich nichts für. Stattdessen öffnen wir schon mal die nächste Wasserflasche. Ach ja. Ach ja. Ich weiß, es ist jetzt unfassbar aufregend für die Stream-Zuschauer zu sehen, wie das hier aktualisiert, aber ihr müsst euch vorstellen, das ist wie die Dragon Ball Folge 100% Freezer. Da pumpt er sich ja auf und sagt auch immer 94%. 97. Ach, 97 gab's gar nicht. Möchtest du die Software beenden? Ja, muss ich ja wohl. Und jetzt wird die Konsole neu gestartet, oder was? Update wird auch noch durchgeführt. So eine Unverschämtheit. Mein Leben ist toll. Das freut mich. Hoffe ich, dass das Update direkt durchgeführt ist, wenn die Konsole neu startet. Eigentlich ist die Switch da, glaube ich, immer relativ schnell. Sie sehen einen schwarzen Bildschirm. Oh, Nintendo Switch. Das ist die Konsole, auf der wir gerade spielen. Neuigkeiten. Ja, nächster Versuch. Was ist nächster Versuch? Jetzt muss ja eigentlich alles funktionieren. Wir haben die neueste Version. Ach ja. Der gute alte Mario Maker. Two. So, spielen Level aus aller Welt und dann können wir Tinos Level auch gleich auswählen. Ich will keine Mitteilung. Deswegen kam. Ich habe mich auch schon gewundert. Normalerweise kommen ja immer neue Mitteilungen, aber die kamen jetzt irgendwie gerade nicht.
Das, ist da irgendwas schief? Es gibt doch eigentlich immer neue Mitteilungen, aber naja. So, 809. Und die KMF. Wie gesagt, ich hoffe, es ist jetzt nicht so mega krasses, schweres Level für den Anfang. Ich muss erstmal reinkommen. Ultimate 100% On-Off-Speedrun. Okay, das ist eigentlich für den Start nicht so geeignet, aber gut, dann werde ich halt ein paar Mal sterben. 8% scheint ja machbar zu sein. Ich habe nämlich auch das Gefühl tatsächlich, dass ich irgendwie krank werde. Also, sammle alle Münzen, okay. Das Ding könnte ein bisschen Mimimi. Oh Gott. Ach, da muss ich springen. Ja, das ist nichts für einen Feierabend-Stream. Aber gut, ich werde es wohl irgendwann vielleicht schaffen. Oh Gott, das ist. Mein Gehirn. Mein Gehirn. Ich muss mal gucken, wie lange ich das spielen kann. Das ist ein bisschen anstrengend für mein Gehirn gerade. Ach, da hätte ich springen müssen. Puh. Auf jeden Fall eine ganz witzige Idee, aber. Wir gucken mal. Boah. Mein Gehirn. Ich fürchte fast, das Level kann ich gar nicht so lange spielen, Tino. Aber du hast mir ja schon vorgewarnt, es ist nichts für Leute mit. Dings ist. Epilepsie. Habe ich zwar nicht, aber. 20 Sekunden, oh Gott. Hallo Tribi, ich grüße dich. Aber an sich finde ich die Idee eigentlich ganz gut. Ich bin wahrscheinlich nur zu geistig beschädigt vom heutigen Arbeitstag. Hä? Aber wir hatten immerhin schon 44 von 88. Also so lange scheint es dann tatsächlich nicht zu gehen. Ich gucke einfach die ganze Zeit auf die Münzen. Puh. Also wie gesagt, das Level kann ich maximal 5 Minuten spielen. Danach muss ich leider passen. Also nicht, weil es mir nicht gefällt, sondern einfach, weil diese Effekte... Boah, sind mir gerade ein bisschen zu anstrengend. Muss man auch wirklich genau im richtigen Moment springen. Sonst wird das nichts. Springen und wir springen und wir springen. Den Sprung kapiere ich nicht so ganz. Gott. Hä? Was soll man da denn machen? So ganz verstehe ich das nicht. Muss ich ja gestehen. Puh. Ja, ist auch jetzt so ein Level, wo ich nicht so wirklich ultra viel zu erzählen kann. Tatsächlich, ich wüsste nicht. Das hier verstehe ich zum Beispiel irgendwie nicht. Hä? Aber na gut, ein paar Minuten kann ich es gerne noch probieren, aber nicht springen, okay? Ach, da soll ich gar nicht springen, oder was? Doch, da muss... Hä, da muss ich aber wieder springen. Puh. Ich sag mal so, wenn ich wirklich auf diese Blöcke die ganze gucken würde, würde mir so übel werden nach 2 Minuten. Aber wenn ich auf die Münzen gucke, geht's. Aber auch nicht so lange. So. Okay, ich hab's geschafft. Ja, ich habe alles gesagt, im Prinzip eigentlich ganz cool gemacht. Hat mir jetzt auch ganz gut gefallen, allerdings ein bisschen anstrengend. Also ich bin froh, dass ich das jetzt relativ schnell geschafft habe. Ja. Ich wollte eigentlich meine kranken Mimi-Geschichte erzählen. Vielleicht mache ich das später mal. Ich wollte gar nicht Neustart machen. Ja, vielen Dank. Tino war auf jeden Fall ganz cool. Bisschen sehr effektvoll. Achso, ich hatte dein Level noch gar nicht angewählt hier. Tatsächlich.
Gut, Onset ist nicht da. Ich hätte von ihnen ein Level. Das könnte ich spielen. Schauen wir uns einfach mal an, was er mir da so geschickt hat. Was für ein wunderbares Level. Level von Leuten, die da sind, hervorragend. Ansonsten würde ich jetzt erstmal die Level abarbeiten. Wobei abarbeiten klingt so negativ. Würde ich die Level zocken, die mir eingesendet wurden von den Leuten, die nicht da sind. Da haben wir auch noch ein paar. Müssen wir mal gucken, inwiefern das jetzt irgendwelche Troll-Level sind oder normale Level. Aber das hier ist auf jeden Fall von dem Onset, von dem Villager. Der ist häufiger da. Super Lagging Mario. The Desert has no good Wi-Fi. Ich glaube, das Level kenne ich sogar. Das habe ich auch schon auf YouTube gesehen. Das fand ich fürchterlich, das Level. Wenn es das ist, was es ist. Ist es von Onset? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist so ein Level, wo man dann gegen Bosse kämpft und dann laggt es so ultra krass. Hat der Villager das geklaut oder ist das von ihm? Also ich habe das tatsächlich auf YouTube schon gesehen. Ich kenne das Level. Und am Ende muss man gegen drei Mini-Bowser kämpfen und das laggt ultra stark. Und das ist, hat er das denn gebaut? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Hat der Onset so ein beliebtes Level gebaut, was alle lieben? Na gut, gucken wir mal. Das Level an sich, ja, besteht daraus, dass es gleich anfängt zu laggen und ich nicht mehr in richtiger Geschwindigkeit spielen kann. Was eigentlich eine witzige Idee ist, aber keinen Spaß macht. Deswegen schauen wir mal, inwiefern dieses Level hier mich faszinieren kann. Also ich kenne es auf jeden Fall. Ich habe es schon auf YouTube gesehen. Ihr seht, jetzt beginnt es ein bisschen zu laggen und da kommt ein Bowser Junior und am Ende laggt es ultra krass und da sind drei Bowser Juniors und man kann sich fast gar nicht mehr bewegen. Wenn ich Lags haben will, kann ich ja den Nintendo Online Service spielen. Von Mario. Ich vermute, dass dieser Lag durch diese Trampoline erzeugt wird, aber wissen tue ich es nicht. So. Ach ja, ach ja. Ja, das würde mich mal interessieren, ob Villager wirklich dieses Level im Original gebaut hat. Aber das war auch auf der YouTube-Startseite von mir. Wäre dann ja durchaus schon ein Erfolg für ihn. Wenn er ein so erfolgreiches Level gebaut hat. So, und das sind jetzt im Prinzip drei Balken und das wird jetzt jeden Raum immer schlimmer. Oh Gott, was tue ich mir eigentlich an? Okay, dann ist das noch ein anderes Level. Dann hat er das entweder nachgebaut oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kannte ich das schon. Das ist jetzt für mich nichts Neues. Ich gebe ihm mal einen Sympathie-Toll, weil ich Onset halt kenne und ihn toll finde. Ja. Aber an sich ist diese Leck-Idee dumm, weil es dazu führt, dass man keinen Spaß hat. Aber an sich eine witzige Idee. Gut, dann Alex Nuka hatte letztes Mal noch ein Level eingesendet. Das schauen wir uns auch mal an. So, MCF. SRF. Und dann 90H. Ja, ich hatte eben schon mal angesagt, ich glaube, ich werde krank. Mir ist irgendwie immer so kalt den ganzen Tag und ich hätte mich heute Morgen auch fast übergeben, weil mir irgendwie übel war. Keine Ahnung, irgendwie. Enter this mansion and enjoy this music, but watch out for King. Watch out for King Boo? Wahrscheinlich soll das for King Boo heißen. Na, egal. Luigi's Mansion Music, The Raid. Ach, Luigi's Mansion. Ich freue mich so auf den dritten Teil von Luigi's Mansion, den ich hier auch im Stream tatsächlich durchspielen möchte. Muss ich mich hier bewegen und springen oder was? Thank you.
Ja, hat er oder sie auf jeden Fall gut gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, dass man sich selber so bewegen muss. Also das ist jetzt vielleicht... Klingt komisch, weil... Ich mag Musiklevel lieber, wenn die so wie hier, dass man einfach gar nichts machen muss und entspannt hören kann. Oha. Ach so, deswegen Watch Out for Boo at the end, okay. Okay, es geht sogar noch weiter. Okay, der Checkpoint war vielleicht ein bisschen unnötig, nur kurz vor dem Ziel nochmal, aber... Ja, an sich war das jetzt wirklich ein nettes Level, kann man jetzt echt nichts gegen sagen. Ich habe leider nicht den Weltrekord gebrochen, aber... Das werde ich wohl überleben. Gut. Rocker's Duck. Das nächste Level eingesendet. Rocker's Duck. An den Zuschauer kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Entweder der war sehr ruhig oder... Ich habe ein ultra schlechtes Gedächtnis. Aber ich glaube, er war tatsächlich sehr ruhig, er oder sie. 5LW. 5... Nee. S2G oder S2G? Bo Frosty, ich grüße dich. Hi. Wie geht es dir? Alles fit im Schritt? 7LW S2G habe ich doch. FNY habe ich. 7LW habe ich auch. S2G habe ich auch. Ja, konnte nicht gefunden werden, dann... Das nächste und da Bo Frosty da ist und als eingesendet hat, nehmen wir seins mal direkt. Dir geht's sehr gut. Das ist schön. Ja, ich habe heute irgendwie so einen Mimimi-Tag. Also mir geht's... Eigentlich geht's mir nicht so schlecht, aber irgendwie auch doch. Ich habe das Gefühl, ich werde krank. Mir ist die ganze Zeit kalt. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe vom Fußballspielen Rückenschmerzen. Das hatte ich auch vorher noch nie. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt geht. Also heute ist irgendwie der Mimi-Mittwoch, aber ja... Ich werde ihn wahrscheinlich überleben. Höchstwahrscheinlich. Überraschung. Sehr kurz. Eine kleine Entspannung für zwischendurch von Benne. Oh, perfekt. Entspannung. Entspannung klingt sehr gut. Ja, Arbeitstag war auch, naja, es geht so. Sehr viel Chaos. Du bist auch krank. Was hast du denn? Einfach nur so eine Erkältung, oder? Also bei mir ist sie noch im Anfangsstadium und breitet sich gerade in meinem Körper aus. Wahrscheinlich bin ich am Wochenende oder so krank oder kurz danach. Müssen wir mal gucken. Oh Gott. Nein, das war dumm. Vielleicht habe ich auch Glück und irgendwie verschleppt sich das Ganze. Müssen wir mal gucken. Ja, aber Erkältung ist jetzt nicht so wild. So, da oben war ein Schlüssel. Den brauchen wir doch garantiert, oder? Zumindest würde ich sehr stark davon ausgehen. War der hier drin? Ich meine, der war hier drin, oder? Nee, da war die Ranke, okay. Die Ranke hätte man jetzt auch weglassen können? Frage ist, was passiert, wenn ich hier rechts rüberspringe? Ich will das mal probieren. Okay, dann lande ich hier. Also im Original Mario World konnte man auf diese Dinger hier drauf spinnen. Ich habe ja letztens gelernt, dass das hier nicht geht. Ah, fuck. Aber okay, das kriegen wir hin. Das ist vom Schwierigkeitsgrad, denke ich, relativ machbar. Aber irgendwie sind im Moment sowieso relativ viele Leute krank. Ich habe so das Gefühl, ah, fuck. Dass viele Leute im Moment erkältet sind oder... Ja, angekränkelt. Ist jetzt aber auch die erste Zeit, wo es so ein bisschen kälter mal ist, ne? Ich meine, wir hatten jetzt einen relativ krassen Sommer. Was ist
da unten überhaupt? Ach, auch so ein Blatt. Kann ich hier überhaupt so rüber? Ja, okay. Geht sogar. Und bei der Arbeit sind auch relativ... Ja, viele nicht, aber so ein paar sind zumindest krank. Oh, oh. Ja, das Level ist... Also, hättest du beim Design vielleicht noch ein paar mehr Sachen einbauen können. Das ist jetzt vom Design her relativ schlicht gehalten. Also vom Spielen ist es ganz okay. Das war wahrscheinlich die Überraschung am Ende, ne? Oder ist hier noch eine... Ich springe mal nicht hoch, weil wer weiß, ist da irgendwie ein Hidden Block oder sowas. Wenn du das Level Überraschung am Ende nennst. Aber ja, war eigentlich ganz nett. Kann man mal machen. Kriegst auf jeden Fall einen toll. Das hat Spaß gemacht. Gut, ja. Entsprechend wird das Stream wahrscheinlich heute auch nicht so lange gehen. DJ Okovic. Ja, den erinnere ich mich noch. Ich meine, seine Level waren immer relativ krass. So, 0B6RX3. Und GFF. Ja, jetzt beginnt auch langsam wieder so diese Phase, wo es immer so dunkel wird. Auch 13%. The Game of the Horror Cat. Also bisher habt ihr mich unter der Woche wirklich mit harten Leveln verschont. Das finde ich sehr nett. So, Okovic, was hat der denn hier Wunderbares eingebaut? Oh, da wäre ich schon fast reingelaufen. Natürlich juckt jetzt meine Nase auch noch. Ah, ich hätte mir schon fast gedacht, dass er den Schlüssel hat, weil das ist der Gegner, den man am ehesten überspringen will. Ja, das war dumm. Ich wollte gucken, ob in der Röhre was drin ist und ich war zu langsam. Möglicherweise war das auch dumm. Ah, wobei es geht. Ja, weil aus der anderen Röhre so schnell eine Piranha-Pflanze rauskam, war ich da jetzt ein bisschen vorsichtig. Aber wir können da tatsächlich rein. Wir kriegen relativ am Anfang einen Checkpoint, okay. fuck. Oh, okay, wir haben einen Checkpoint, von daher ist das okay. Müssen wir nicht mehr so viel wiederholen. Das passt schon. So, Stern brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Diese 1 Million Gumbas, okay. Ich kann auch bestimmt hier hoch als Katze, oder? Ja, ist jetzt im Prinzip ein ganz okayes Level, würde ich sagen, ne? Kann man jetzt nichts sagen. Ah, Igitt, wobei das ist eigentlich auch relativ einfach. Diese Feuerschlange macht man auch so ein... Okay, da kann man als Katze sich durchschlängeln. Wieder ein Checkpoint. Also die Level heute... Ja, die Level heute sind relativ Checkpoint-lastig, aber gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Boah, Alter, wie soll man da drankommen? Ja. Ich hatte für einen kurzen Moment Angst, dass da jetzt irgendwas passiert, aber easy going. War alles relativ easy. Miau. Ja, ich kann jetzt nichts Negatives gegen das Level sagen. Ich glaube, die anderen Level von Okovic waren ein bisschen besser, aber naja. Kann man mal machen. Gut, Nintective Privado. Wer das auch immer ist, er hat einen... Ah doch, der war, glaube ich, kurz da letztes Mal, ich erinnere mich. So ganz grob, er hat nicht so viel erzählt.
Aber er war da. Immerhin. Es müsste auch mal so ein Schulzeugnis stehen. Er hat nichts erzählt, aber immerhin war er da. So, JJG. Impossible Spikes in the Sky. 0,04%. Okay, ja. Da haben wir das Ficker-Level, worauf wir alle gewartet haben. Nein, haben wir tatsächlich nicht. Ich gucke es mir mal an, aber 0,04% ist... Puh. Impossible. Okay. Wie zur Hölle soll das gehen? Muss ich das nach oben werfen? Ja, Hä? Ich glaube, da hätte ich den ersten Teil fast geschafft. Nee. Ja, keine Ahnung. Nö, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Vor allen Dingen habe ich absolut keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Eichelwurst 1. Bei diesem Namen denken wir an Qualitätslevel. Nee, tatsächlich kann ich mich an den Namen noch erinnern, aber so leveltechnisch ist da nichts kleben geblieben. Was er irgendwie eingesendet hat oder so. 719 2SG. Der Code kommt mir unfassbar bekannt vor. Haben wir den nicht gerade eben schon eingegeben? Ultra Fast Button Smashing. Press X and Y. Okay. Wieso denn X? Was ist denn auf dem X-Taste überhaupt drauf? Gegen die Zeit, okay. Ich drücke die Tasten. Ach scheiße, ich habe Zeit verloren, weil ich stehen geblieben bin. Okay, es geht wirklich nur ums Button-Smashing. Okay, heute sind wirklich merkwürdige Level dabei. Das war zu langsam? Ja, wobei, ich bin ja zwischendurch gelaufen immer. Da muss man immer nach oben drücken, da verliere ich immer viel Zeit. Ich nehme mal beide Hände, dann kann ich es, glaube ich, ein bisschen besser. Jetzt bin ich 4 Sekunden schneller als eben. Das wird zwar wahrscheinlich auch noch nicht reichen. Ja, das Problem ist, je länger ich das jetzt mache, desto K.O.er werde ich logischerweise sein. Das heißt, es wird im Zweifel immer schwieriger. Denn hier noch eine Feuerblume eigentlich? Nee. Okay, RIP. Ich glaube, man muss das mit einer Hand machen, sonst kriegt man das zeitlich gar nicht hin. Puh. Ja, das wird auch wieder nix. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Das werde ich nicht schaffen, das Level. Weil ich im Button Smashing ultra scheiße bin. Wir können gerne noch 2, 3 Versuche machen, aber... Button Smashing ist halt echt nicht meine Stärke.
Nee, wird wieder nix. Ja, gut. Das Level werde ich nicht schaffen. Das weiß ich auch so schon. Wir machen jetzt noch diesen Versuch hier. Und dann hören wir auf. Ja, das wird wieder nix. Nee. Ja, sorry. Das ist nichts für mich. Da bin ich leider zu scheiße drin. Im sowas. Und ja, es wird ja nicht besser, ne? Man wird dann ja irgendwann K.O. und wird nur noch schwerer. Also im Button Smashing bin ich generell schlecht. Ob es jetzt Mario Party Minispiele sind oder die Folter bei Metal. Oh, die Folter bei Metal Gear. Button Smashing ist nicht so meins. So, DVC. Dann haben wir 3BK und TKF. So, Fresco Twitch. Hello, that nice level. 71%, das ist tatsächlich relativ okay. Autsch, jetzt habe ich eine falsche Bewegung gemacht für meinen Rücken. Relativ okay. Kilometerschwanz, okay. War das derjenige, der immer diese perversen Level schickt? Der Fresco? Ich meine ja, ne? Ach, das, ja. Muss ich mir jetzt die ganze Zeit das angucken? Boah, sowas hasse ich ja. Das macht keinen Spaß. Nee, ganz ehrlich. Leck mich. Nichts gegen dich, Fresco, aber vergiss es. Vergiss es. Ja, kein gewisser Level mehr da. Das heißt, ich würde jetzt auf Random Level wechseln und mal schauen, was wir dort so unfassbar tolles, vielversprechendes bekommen. Lava Battle, das sieht ganz nett aus. 12% ist jetzt auch durchaus eine Quote, die easy ist, würde ich fast sagen. Lava Battle. Ich bin einfach mal reingesprungen. Ich habe nicht mal so wirklich gesehen, was da überhaupt alles war. Erster Eindruck, das Level ist ultra scheiße. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich fürchte, das ist nicht möglich. Ich kann ja hier oben eventuell lang, ne? Wobei. Hauptsache erstmal viele Soundeffekte reinklatschen und. Also wenn ich sterbe, breche ich sofort ab. Ganz ehrlich, das Level ist absolut behindert. So, nächstes Level. Ja, heute ist irgendwie sind komische Level 3. Ich merke das schon. Lukito Cloud Convention. Lukitos and Cloud Fans are all gather here to celebrate flying on the clouds. Von TAJ. Yay. Gucken wir doch mal, was er uns Wunderschönes gebaut hat. Muss ich irgendwie Münzen sammeln? Nee, keine Zielbedingungen. Ich will deine Wolke haben, Lakito. Ja, ein wenig spektakuläres Level bisher. Soll ich hier machen? Soll ich die töten? Okay, es geht nicht weiter nach rechts.
Hey, was soll ich hier denn machen? Hä? Ich weiß nicht, habe ich heute einen schlechten Tag oder sind diese Level alle irgendwie heute scheiße? Ich weiß ja auch nicht. Another small challenge for you. 9%. Ich will mir eigentlich was etwas härteres vielleicht mal spielen. 9% ist jetzt auch nicht so hart, aber wir gucken mal. Irgendwie, weiß ich nicht. Heute ist nicht so. Man hat ja bei Mario Maker manchmal so Tage, wo nicht so gute Sachen da sind und irgendwie. Scheint das heute auch so zu sein, aber das hier Level scheint ganz gut zu sein. Ah, fuck. Ja, das können wir mal spielen, das ist ganz nett. Das ist ein ganz nettes Level. Dieser strahlt mein Herz mit Freude. Ah, fuck. Ich glaube, da bin ich eben gerade auch gestorben, oder? Genau an der gleichen Stelle. So. Ach, da springe ich immer zu früh. Soll irgendwie nicht sein, was das Level angeht, aber okay. Wenn wir schon mal hier ein gutes Level gerade haben, dann können wir das auf jeden Fall auch noch ein bisschen probieren. Rot ist jetzt auch nicht so niedrig. Ja, das war wirklich ein schönes Level. Das hat mir Spaß gemacht. Das war ganz angenehm. Der kriegt auf jeden Fall auch einen Toll. Der Linky Boy. Okay, haben wir hier noch irgendwas, was vielleicht ein bisschen knackig ist, aber nicht zu knackig? Was ist das denn? Rätsellevel, ne, vergiss es. Don't Move 3D, nö. Symphony of the Toad. Hm. Auch so viel Prozent. Haben wir nicht irgendwann was mit weniger Prozent? 8. Ice Doors. 20%. Nightmares in Pyramid of und Pyramid of Storm mit Wind oder sowas, ne? Wobei, wie habe ich denn Wind? Ah doch, da ist Wind, glaube ich, drin, ne? Beim Nachtmodus hier. Ja, hier geht dieser Wind. Ja, es gibt keine Zielbedingungen und auch keine roten Münzen. Das sieht aus wie eine Torte. Ist das wohl absichtlich? Womöglich, wir wissen es nicht. Oh, fuck. Scheint mir auch wirklich ziemlich einfach auf den ersten Blick. Ja, ich hab's geahnt, aber ich bin zu spät weggelaufen. Zufallssprung! Okay, der Zufallssprung hat nicht funktioniert. Ich sag's mal so, das Level sieht so ein bisschen aus, als hätte jemand versucht, irgendwie hier mal so ein bisschen... Ja, designtechnisch auszuprobieren, was alles so geht, was ja okay ist. Es ist jetzt allerdings kein Level, wo ich sagen würde, dass es ultimativ gut ist oder so. Auffällig ist... Oh Gott. Auffällig ist natürlich dieser nervige Bosskampf, der die Abschlussquote des Levels... Ja, okay, der Bosskampf ist schon ein bisschen tricky tatsächlich. Der könnte mich ein wenig aufhalten. Oh. Ja, aber gut, weiß ich nicht. Was haben wir so? Der Bosskampf, der sieht wirklich interessant aus. Der Rest des Levels
wirkt auf mich erstmal ein bisschen langweilig tatsächlich. Ich meine, die Person wird wahrscheinlich niemals zugucken, deswegen kann ich da ruhig ein bisschen ehrlich sein. Ist hier noch was? Er gibt einem ja auch irgendwie nicht eine Feuerblume oder sowas, ne? Oder hat er hier... Schade. Ja, der nächste Raum ist ein bisschen, ich muss hier oben bleiben. Aber... Oh, dieser Bosskampf ist echt schäbig. Schlimm schäbig. Oh, aber das wollte er, glaube ich, auch. Dass man da auf den drauf springt und dann in sein Verderben fliegt. Das war, glaube ich, durchaus gewollt. Ja, ein wundertolles Level. Keine Ahnung. Es ist okay, es ist jetzt nicht so schlecht. Aber dieser Bosskampf ist halt unfassbar mega eklig. Einfach kein Platz da ist. Oh Gott. Einfach immer auf das höhere Ding und hoffen, dass man irgendwann die Möglichkeit hat, ihn zu töten. Oh, das ist mein Tod, glaube ich. Ja. Ja. Hm. Hat mich jetzt nicht hundertprozentig bisher überzeugt, das Level. Oh. Ach ja. Gibt es da hinten noch einen Pilz? Weil klein da reingehen, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Gab es da nicht noch einen? Ich weiß es gerade gar nicht. Nö, ja okay, kleine. Ich sag's mal so. Die Idee dieses Bosskampfes finde ich eigentlich nicht schlecht. Die ist auch wirklich ganz cool gemacht. Und wenn er so einen Bosskampf macht, dann muss er hier einem auch irgendwie mehr Platz geben, finde ich. Okay, wir haben noch die Möglichkeit des zweiten Pilzes. Ist halt dämlich, wenn man hier runterspringt, sieht man gar nicht, wo man hinspringt. Außer wenn man hier unten ist. Na gut. Oder vielleicht muss ich auch einfach unten links bleiben, aber... Okay, das sieht ein bisschen besser aus. Ja, gute Idee. Ah, da wollte ich nicht. Frage ist, kommt der jetzt nochmal neu, der Bosskampf? Wenn ja, dann... Boah. Aber darf eigentlich nicht, oder? Boah, das ist ja ultra nervig. Ja, am Anfang dachte ich noch, okay, das Level ist eigentlich ganz cool, aber mittlerweile pisst es mich ganz schön an. Und wir haben es beendet. Ja, also... Die Idee des Bosskampfes ist grundsätzlich gut, aber viel zu wenig Platz da irgendwie, dass man da überhaupt ausweichen kann. Also von daher... Kein Buh, aber auch kein Toll. World 9, 14%. Gibt es nicht mal was mit 5% oder so? The Abandoned House, 7%. Ja, das können wir mal ausprobieren. Ausprobieren. Vieren, Dieren, mit Tieren, keine Ahnung. The Abandoned House. Ist das ein Rätsellevel? Ich hatte gerade für kurze Zeit die Befürchtung, dass es ein One-Screen-Puzzle ist. Und die Befürchtung hat sich bewahrheitet. Ich hasse solche Level wie die Pest. Ja. Soll man hier machen? Für mich ändert sich nichts. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich machen muss.
Ja, One-Screen-Puzzle ist so das Schlimmste, was es in Mario Maker gibt. Ich hasse die wie die Pest. Also, das ist für mich kein Mario. Das ist. Achso, da darf ich gar nicht rein. Ja, ich habe einen Power-Block und ich habe einen P-Switch und. Ja. Ich habe gerade was ausprobiert, aber nö. Ich fürchte fast, das Level muss ich auch direkt wieder abbrechen. Because I have no idea what to do. Ja, machen wir auch. Ah, furzen ein wenig. In der Hoffnung, dass es niemand hört. Ja, heute ist irgendwie nicht mein Mario Maker-Tag. Ich merke das schon. Use the Shell von Zootboy. Was ist das denn? Kurz und knackig. 2%, ja. Quiz Memory? Was ist das denn? Monty Maulful Friend. 8%. Raccoon Zeju. Ja, ich werde heute nicht so lange machen. Also, wir haben jetzt gerade 3 Viertelstunden rum. Ich glaube, ich mache noch eine Viertelstunde, wenn dann nicht irgendwie das ultimative Qualitätslevel kommt oder irgendjemand, der ein gutes Level einsendet, dann, ja. Ich wollte heute eh nicht so lange machen, von daher. Monty Maulful Friend. Git. Also ich soll die nicht töten, aber. Also aufgrund des Levels und meiner Mario Maker-Erfahrung würde ich sagen, ich darf diese Maulwürfe nicht töten. Aber ich glaube, da spricht die Paranoia von vielen Mario Maker-Streams aus mir. Ah. Okay, der Sprung ist ein bisschen eklig, aber okay. Den werden wir vielleicht irgendwann hinkriegen. Gut, hier war ein Pilz. Ja, hier können wir einfach durchlaufen. Hier war ja nichts, ne? Dann schauen wir doch mal. Hey, war hier nicht eben denn. Also irgendwie ist heute wirklich nicht mein. Ach, da kommt er. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist heute echt nicht mein Tag. Jetzt kommt der Monty Maulwurf auch nicht. Ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie eklig. Aber ich glaube unfreiwillig eklig von dem Ersteller, weil da ist ja viel zu wenig Platz, um auf diese Dinger drauf zu spielen. Kann man das irgendwie abkürzen? Ach, da ist er, okay. Okay, jetzt fehlt mir. Fick dich, Levelersteller. Okay, da müssen wir jetzt erstmal alle Gegner töten, um zu gucken, wo hier möglicherweise ein Stern drin ist. Das macht natürlich sehr viel Spaß. Ja, heute ist irgendwie der Wurm drin, ich merke das schon. Ach, macht das Spaß, die alle zu töten. Ich würde mal fast davon ausgehen, dass irgendein Maulwurf den Stern hat, sonst würde das Level nicht so heißen. Aber ich irre mich, okay. Dann gucken wir doch mal. Okay, niemand hat den Schlüssel. Also wenn dieser Typ denkt, ich suche jetzt seinen Hidden Block, dann hat er sich aber sehr getäuscht. Boah, was für ein Müll. Ja, komm, ich verstecke einen Hidden Block. Das ist eine gute Idee. Das mag jeder Spieler.
in meinem durchschnittlichen Level Hidden Blocks zu suchen. Nö. Leck mich. Scheiß Level. Hidden Blocks sind scheiße. Außer in Kaizo-Leveln, aber das haben wir hier nicht. Climbset Mountain. Machen wir das mal. Von Chimp 420. Kann ich auf die drauf spinnen, auf die Dinger? Wahrscheinlich, ne? Okay. Das war ein bisschen gemein. So etwas macht man nicht. Das Level ist auch unfassbar hässlich designt. Also zumindest zwischendurch. Ja. Eines der besten Level, die ich je gespielt habe. Nee, keine Ahnung. Es war irgendwie äußerst durchschnittlich und langweilig. Too Harder for You. Von Dusty Rose. Mal gucken, ob das Too Harder für mich ist. Oder Too Nerviger für mich. Ist wahrscheinlich eher angesaltet hier heute von diesen komischen Leveln. Also es beginnt schon mal hässlich. Das ist schon mal ein guter Einstieg, um mich noch wütender zu machen. Ja, klatschen wir mal ein paar Schatten- und Dornensäulen hin. Das ist okay. Das war unfair. Man kann sich ja durchglitschen, wenn man groß ist, von daher. Gleiches an dieser Stelle. Ich höre da oben schon irgendwie Eis. Ja, es ist von all den Leveln, die wir gerade random gespielt haben, jetzt nicht das Schlechteste. Aber es ist schon relativ scheiße. Nein, was heißt scheiße? Ich mag das halt nicht so, wenn Leute so Sachen wie das hier einfach in die Luft platzieren. Weil wenn man nach draußen guckt und über die Straße läuft, da sind die Bäume ja auch nicht einfach irgendwo und kleben in der Luft. Die sind durchaus mit dem Boden verwurzelt. Wir müssen einfach irgendwie nach oben. Ich glaube, ich sollte gar nicht da auf diese drauf. Ich glaube, anders kann man das gar nicht schaffen. Na gut. Ja, hier gibt es wieder eine Feuerblume. Hier können wir einfach mal... Man könnte hier auch durch, ohne dass man getroffen wird. Aber hier vorne gibt es hier, glaube ich, auch gleich wieder ein Item, ne? Ah, fuck. Wurde ich auch noch getroffen. So, und hier... Muss ich gleich rechts rüberlaufen, wenn das Ding da weg ist. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass man da durchfliegt. Hä, wo soll man da denn hin? Was ist das denn für ein Müll? Also ich hätte gedacht, ich muss da rechts durch die Lücke durchspringen, aber... Ich weiß nicht, ob der Levelersteller das wirklich so will. Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das hier ist halt wirklich einer der dümmsten Stellen. Wo diese beiden Dinger runterkommen, das ist so... Ja, hier, keine Ahnung, da lasse ich mich halt treffen. Das ist mir auch relativ wumpe, wenn ich da getroffen werde. Oh, scheiße, ich wurde gar nicht getroffen, Mist. Das ist alles irgendwie hier... Es ist einfach nicht schön. Frage ist, wofür dieser linke Schlangenblock hin? Also ich soll hier, glaube ich, nicht hoch, oder? Doch. Offensichtlich doch. Okay. Und jetzt? Ja.
Was für ein Müll. Es ist so schlecht. Wo soll ich da denn hin? Das ergibt alles irgendwie gar keinen Sinn. Ach je. Hat man einmal Scheiße am Schuh, hat man Scheiße am Schuh, würde ich sagen. Ach, dieses Level ist... Muss ich wieder warten, bis diese Scheiße von oben runterkommt. Oh mein Gott. Also, man sieht hier teilweise Ansätze, die okay sind. Wie das hier zum Beispiel. Ich meine, das ist jetzt designtechnisch mega hässlich, weil es einfach in der Luft wieder ist und deswegen kacke aussieht. Aber das hat zumindest Ansätze. Aber hier... Manches ist auch... Ich kann mal die linke Plattform benutzen, wo die hingeht. Oder ob links noch irgendwas ist, aber... Eigentlich habe ich auch keine Lust mehr, dieses Level zu spielen. Es ist einfach Müll. Es ist... hingerotzt und... lieblos. Wobei, das ist vielleicht zu hart. Oder? Ich weiß auch nicht. Jetzt? Achso, da muss ich hoch. Ja, ich meine, ich kann nicht alles. Wir machen dieses Level hier gerade mal noch. Und guck mal, wie beschissen es noch wird. Ich sag's mal so, vom... Er hat gute Ideen, dieser Levelersteller, aber es ist halt so ultra hässlich und die... Ich mag es halt wirklich nicht, wenn einfach Sachen so in der Luft hängen. Einfach. Warum spiele ich das überhaupt? So, der Punkt ist gekommen. Ich bin zu salzig. Zu viele Scheißlevel hintereinander. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.